Wir haben einen Unterstützer verloren, 23 Menschen unterstützen uns weiterhin. Sie spenden 7 Mark. Und jetzt... Anna Gore besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzlich Spenden zu sammeln. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, die Gruppe zu unterstützen. 31 Mark. Cool. Voila. Anthony Buck trifft sich mit Kollegen und Unterstützern in Köpenick und versucht, sie von unserer Sache zu überzeugen. Anthony stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, die gegen die Nazis und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unternehmen. Anthony denkt, dass sie gesehen wurde. 11 UnterstützerInnen. Cool. Moral plus 4, 6, minus 6 in Summe und insgesamt 10 UnterstützerInnen mehr. Volkszeitung. NSDAP gewinnt. Die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933. 43% wählen NSDAP. Nazi-DNVP-Koalition hat nun die Mehrheit der Sitze und stellt die Regierung. Rundschau. Mittwoch keine Schule. Zu Ehren des historischen Wahlsiegs der NSDAP entscheidet das Bildungsministerium, dass alle Schulen und Universitäten an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. Tageblatt. Razzien bei Kommunisten. SA und Polizei durchsuchen Wohnungen und Treffpunkte von Kommunisten in der ganzen Stadt, beschlagnahmen Publikationen und verhaften Hunderte, darunter einige Mitglieder des Reichstags. 8. März 1933. Gesine Baumann nimmt mich zur Seite. Ich muss dir von meinem Bruder erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, aber du kannst mir vertrauen. Schon gut, du kannst mir alles erzählen, sage ich. Gesine seufzt, schaut auf den Boden und dann mir ins Gesicht. Gestern Abend ist er im Braunhemd zu Hause aufgetaucht. Puh. Also erst bei SA. Du bist in Gefahr oder du gefährdest uns alle. Das eine bedingt das andere. Also ja. Insofern bin ich erstmal für du bist in Gefahr. Wenn er herausfindet, dass du Teil unserer Gruppe bist, landest du im Knast, sage ich. Sch, das brauchen nicht gleich alle zu wissen, sagt Gesine und blickt auf die anderen. Ich habe eine Idee. Mein Bruder vertraut mir, das weiß ich ganz genau. Für uns könnte das eine Riesenchance sein. Ich könnte über ihn an nützliche Informationen über DSA kommen. Wir machen dich zu unserer Informantin. Zu gefährlich, du wirst die Gruppe verlassen. Du kannst in der Gruppe bleiben, aber halte dich von deinem Bruder fern. Puh. Also, ich würde es mal irgendwie die Sätze mal durchgehen, was die gerade bei mir auslösen und dann, weil ich habe gerade keine Ahnung, was ich besser oder was ich schlechter finde, muss ich zugeben. Mhm. Bei der Variante, wir machen dich zu unserer Informantin. Das finde ich persönlich so ein bisschen übergriffig. Ja. Weil sie ja erstmal nur gesagt hat, dass ihr Bruder augenscheinlich zur anderen politischen Seite gehört. Und mehr erstmal nicht. Also sie hat es gesagt und damit ist sie erstmal beschäftigt. Und direkt dann anzukommen, zu sagen, hey, wir machen dich zu unserer Informantin, könnte ich mir vorstellen, ist durchaus überfordernd. Und wie gesagt, übergriffig, weil sie gar nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ich würde das gerne tun oder eben auch nicht tun. Dieses zu gefährlich, du musst die Gruppe verlassen, ist wieder eine Entscheidung über jemanden anderen, über den Kopf eines anderen hinweg. Mhm. Und mal davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, oder wir wissen ja gar nicht, in welchem Nähe-Distanz-Verhältnis sie zu ihrem Bruder ist. Also sehen die sich jeden Tag oder sehen die sich bei Familienfeiern oder wie eng sind die da? Das wiederum trifft auch auf dieses Dritte zu, halt kannst in der Gruppe bleiben, aber halt dich fern von deinem Bruder. Auch das finde ich wieder total übergriffig, weil wir dann einfach sagen, wie sie sich in ihrem Privatleben verhalten soll. Ja. Ich würde es total schön finden, wenn es hier noch eine vierte Möglichkeit gibt, die so heißt, irgendwie, was würdest du gern tun? Aber es ist völlig irrelevant, was sie will, weil wir gerade entscheiden, was sie zu tun hat.
Naja, sie sagt ja selber, für uns könnte das eine Riesenchance sein. Ich könnte über ihn an nützliche Informationen über die SA kommen. Sie schlägt ja selber vor, Informantin zu werden. Ja, das stimmt. Ja, okay. Also ist das erste halt von der Sache so ein bisschen entschärft. Aber bei den anderen Sachen sehe ich das ähnlich wie du. Das ist so, das hat immer noch so eine übergriffige Dimension. Ja. Dann lass uns das, das erste nehmen. Ja. Wir machen dich zu unserer Informantin. Also gut, dann machen wir es. Hoffentlich findest du wirklich etwas heraus und wirst nicht erwischt. Bitte sei vorsichtig. Ja, um Gottes Willen, sei vorsichtig. So. Es ist immer noch... Okay. Anthony hat jetzt 2 Punkte. Else ist ihre losgeworden. Valentin und Gesine haben... Valentin hat 2, Gesine hat 1. Hm. So, wir haben hier unten was Neues. SA-Aktivitäten beobachten. Das Risiko ist extrem und wir erlangen dadurch neue Informationen. Wir haben in Lichtenberg, können wir einen Freund treffen, wo wir neue mit geringem Risiko. Hier oben eine Akademikerin treffen in Weißensee. Das sind die 2 neuen Sachen. Und da ist auch weniger SA-Präsenz. Wie geht's unserem Geld? Wir sind bei 91. Heidewitzka. Aber sowohl Farbe als auch Papier würde ich nicht kaufen wollen. Ja, das ist mir gerade zu dunkelrot in dem Bereich. Ja. Na, und hier unten ist es auch dunkelrot. Ansonsten, auch wir können ja mal draufklicken, SA-Aktivitäten beobachten. Unsere Unterstützerin Emilia Wert teilt uns mit, wo wir die SA in Köpenick beobachten können. Das ist schon relativ hohe Gefahr. Wir brauchen 30 Mark dafür. Weiß ich nicht. Also wir brauchen da wahrscheinlich auch 3 Personen für. Ich würde das erst wieder machen, wenn das hier nicht mehr so dunkelrot ist. Also erwägen, ja, das zu tun. Louis Panse schlägt im Chat übrigens gerade vor, Anthony und Valentin ins Versteck zu schicken, Gesine aussetzen zu lassen und den Rest Aktion zu machen. Also die beiden mit den 2 Punkten ins Versteck, die Gesine eine Runde aussetzen und die anderen beiden sind dann unterwegs. Hm. Wobei, dadurch, dass die jetzt halt 2 Punkte haben, wir durch einmal aussetzen, sie auch wieder... Wir sie runter auf einen Punkt kriegen, ja. Es dauert halt länger. Im Versteck können sie halt dann direkt in der nächsten Runde wieder eingesetzt werden. Hier hätten wir halt immer wieder das Risiko, dass es wieder mehr wird. Mhm. Und im Versteck, das kostete uns 60, ne? Nee, 30. 30, okay. Für eine Weile untertauchen, manchmal ist es besser, einen sicheren Ort zurückzuziehen, kostet 30 Mark, ja. Und ist gut für die Moral. Ja, bringt uns 2 Moral, wir sind bei 62. Okay, wir können gerade nichts so richtig kaufen, weil die Gebiete gerade dunkelrot sind. Genau. Wir können an Aktivitäten auch nur ein paar eingeschränkte Dinge tun. Insofern wären wir ja wieder bei Menschen treffen, weil auch Spenden sammeln klappt ja gerade nicht. Ja, aber dann gucken wir bei den Grünen und vielleicht lohnt es sich dann, entweder welche wegzuschicken oder sogar tatsächlich... zu sagen, okay, dann lassen wir 3 aussetzen. Ja. Also ein Freund treffen, da sind Sozialdemokraten gut. Ja, super. Das kann sie alleine machen. Anna. Das läuft. Und hier oben eine Akademikerin treffen. Georg Mendel kennt eine Professorin in Weißensee, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen.
Und Bankkauffrau. Aber das sollte reichen. Ja, ich denke, also reichen wird es schon. Ja. Also bringt auch nur eine Unterstützerin. Ja, bringt diesen Kontakt und ermöglicht dann Sachen. Genau. Also ich würde auch denken, für diesen Erstkontakt sollte es funktionieren. Ja. Und die drei, ich möchte gerne quasi, wenn das weniger rot ist, möchte ich sowohl Farbe als auch Papier kaufen. Und dann sind wir quasi schon wieder blank. Also ich würde die einfach so lassen und so runterkühlen, sage ich jetzt mal. Und dann in der nächsten Runde, wenn das hier ein wenig weg ist, also wenn die SA-Präsenz ein wenig reduzierter ist, dann tatsächlich hergehen und die Leute wieder einsetzen, auch wenn sie einen Punkt haben. Das finde ich total gut. Und im Chat fragte Will Panzer auch gerade, was das mit dem Grammophon-Symbol auf sich hat. Das war Tanz in der Giraffe. Also diese Geschichte, wo wir dann alle keine Aktionen machen können, 10 Mark bezahlen und wir kriegen 50 Moral dazu. Das von dieser Frau im Pelzmantel, diese Aktion, die wir da hatten. Ja, aber dann führen wir das hier mal so durch, oder? Ja. Ja. Wir haben 2 Unterstützer verloren. Wir haben noch 32 Menschen, die uns unterstützen. Wir kriegen 10 Mark Spenden. Und in einer Bar in Lichtenberg trifft sich Anna Gore mit einer Freundin und versucht vorsichtig herauszufinden, ob sie bereit wäre, uns zu helfen. Während des Abends wird klar, dass sie mehr als bereit sein würde, unsere Sache zu unterstützen. Sie will uns noch mehr Menschen vorstellen, die ebenfalls mitmachen wollen. Großartig. Und Else Tietke trifft sich mit einer Akademikerin aus Weißensee und versucht herauszufinden, ob sie bereit wäre, mit uns zusammenzuarbeiten. Es stellt sich heraus, dass sie das Regime wegen seiner Irrationalität und Grausamkeit verachtet. Sie sagt, es gibt ähnlich Denkende in Weißensee. Wundervoll. Wieder 6 Moral verloren. Plus minus 0 bei UnterstützerInnen. Volkszeitung, neues Ministerium. Josef Goebbels gründet das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Rundschau. Alle SPD-Zeitungen verboten. Die Bremer Volkszeitung und Schwäbische Tagwacht sind die letzten SPD-Zeitungen, die nun aufgrund des Verbots geschlossen werden. Tageblatt. Sitze im Reichstag bleiben leer. Gewählte Abgeordnete der Kommunisten sitzen in Nazi-Gefängnissen oder werden an Betreten des Reichstags gehindert. 15. März 1933. Valentin Herzberg fängt mich vor dem Treffen ab. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand erzählt hätte, dass ich mal jemanden ausspionieren würde, ich hätte es nicht geglaubt. Wovon sprichst du? Wovon sprichst du, frage ich Valentin. Von meiner Stelle im Haus des Nazi-Offiziers natürlich. Ja, wie konnte ich sowas vergessen? Ja, wie läuft es, oder? Also, ja. Das hier ist irgendwie so... so um eine Kurve gefragt. Ja, es wäre auch irgendwie komisch, wenn man bei dem, was diese Gruppe tut und wie wichtig es ist, dass sie so ein Stück weit im Geheimen operieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht voneinander wissen, dauerhaft, wer wo arbeitet. Ja. Insofern halte ich das erste für unwahrscheinlich und finde das zweite auch grundsätzlich interessanter. Valentins Stimme wird lauter. Es sieht so aus, als würde es sich auszahlen. Ich habe eine Spur. Es wird langsam ein bisschen brenzlig, aber wenn mein Plan aufgeht, kann ich eine Menge interessanter Unterlagen auf einmal mitgehen lassen. Ich bin ja eher so der Sicherheitstyp, ne? So, also grundsätzlich klingt das verdammt gefährlich. Ja. Aber vielleicht ist es auch gut, dann haben wir die Unterlagen. Ja, und er hat einen Plan. Und wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass er weiß, was er tut. Ja. Wie im echten Leben. Na gut, dann lass ihn uns anfeuern. Ja, sehr gut, mach weiter. Bin ich ganz stark für, weil... Puh.
Einen ganzen Haufen Unterlagen, das ist halt... Wer weiß, wozu wir das noch gebräuchten könnten. Ja. Großartig, sage ich. Bleib dran. Ende der Szene. Und wir haben 5 Moral dadurch bekommen. Hui. Ah. SA-Präsenz ist zurückgegangen. Leider nicht hier in den Sachen, wo wir interessante Sachen haben. Und was haben wir hier? Eine Werkstatt einrichten. Wenn wir Parolen auf Mauern malen. Dafür brauchen wir Farbe. Wir haben keinen Farbeimer. Hier wird eine ganze Ereigniskette frei. Das hatten wir schon mal. Und hier oben... Bücher verbreiten, Bücher verkaufen. Wir haben keine Informationen kaufen. Wie wird dann das... Achso, Bücher verbreiten. Der Bibliothek Erwin Eulen kennt Leute, die sich für unsere Bücher interessieren, bietet Hilfe beim Verteilen an. Ja, wir haben kein Bücherpaket. Also das können wir da oben tun. Flugblätter drucken, Bücher drucken oder kritische Flugblätter drucken. Okay. Also ich finde den Weg da unten eigentlich ganz interessant mit dem Buch. Den letzten von eben, Verzeihung. Also den Bücher verbreiten. Flugblätter und Bücher drucken und so. Ja, aber genau den. Dafür müssen wir Parolen auf Mauern malen. Und dafür brauchen wir Farbe, an die wir gerade nicht kommen. Naja, wir können ja mal reingucken. Farbe kaufen. Die Malerin Christa Feldhain erzählt uns von Läden, in denen wir große Mengen Farbe kaufen können, ohne großen Argwohn zu erregen. Wir könnten jetzt Farbe kaufen. Ist okay. Oh, kostet nur 20. Ist okay. Hier. Valentin hat immer noch 2 Punkte übrigens. Mist. Wir brauchen Empathie und Allgemeinwissen. Else Tietke ist super dafür. Wir könnten für 10 Mark mehr kriegen wir 3. Mit 2 Leuten. Die Gefahr ist okay. Und ich hätte jetzt gesagt, komm, machen wir die Gefahr. Oh, wenn die Gefahr runtergeht, haben wir sogar Chance auf 3 bis 4. Dann könnten wir denen ja auch fast noch ein bisschen was mitgeben an. Nee, Flugblätter Geld. Bringt uns gar nichts. Ja. Nee. Schade. Okay, also mehr Geld bringt. Doch, 4 bis 5, aber dann müssen wir 30 reinhauen. 4 bis 5. Können wir schon wieder Spenden sammeln gehen, oder? Es ist im selben Bereich. Ja, können wir schon. Ich mach nochmal abbrechen. Also ist halt auch in dem Bereich, wo hier immer noch, also die SA-Präsenz ist zurückgegangen, aber Anna, ja, Anna ist prädestiniert dafür. Und wir könnten ihr auch... Und dann noch ein Flugblatt dazu. 28 bis 35. Und das Fahrrad. Nee, das Fahrrad würde ich ihr nicht mitgeben, weil ich finde, das ist okay. Ja, ich finde das auch gut. Okay. Dann Farbe kaufen. Else. Gesine, 2 bis 3. Und dann... mit 10 und dem Fahrrad sind wir bei 3 bis 4. Und 30 zusätzlich sind wir bei 4 bis 5. Dann haben wir zumindest erstmal wieder eine Zeit Ruhe. Mit dem Thema Farbe kaufen. Ja, ich mach nochmal abbrechen. Was brauchen wir hier? Wir brauchen 3 Farbe.
Na, dann geben wir 3 aus und eine beziehungsweise 2. 2 haben wir noch. Ja. Ja, also denke so, sollten wir dann ruhig mehr einkaufen quasi? Können wir ruhig, ne? Ja, wenn wir einmal losgehen. Ja. Und die einmal die Chance haben, hätten wir halt mehr davon. Okay, jetzt wird's nicht mehr. Aber ja, 30 dazu, 4 mit Option auf 5, finde ich ganz geil. Ja. Ich auch. So, Valentin fassen wir jetzt nicht an. Wir hätten noch Anthony, die nur einen Punkt hat. Aber hier sehe ich nirgendwo etwas, also... Puh, wir könnten sie nochmal mit Arbeitern sprechen lassen. Oder hier unten... Naja, nicht mit Christen. Mit Christen könnten wir... Wir könnten Valentin bei den Christen einsetzen, tatsächlich. Also, okay, das erhöht die Gefahr, weil er 2 Punkte hat. Auf der anderen Seite ist die Gefahr gerade auch nicht so hoch. Das hier meinst du? Ja. Also riskieren oder nicht riskieren? Es wirkt wie eher nicht. Bitte? Du willst, als würdest du es nicht so gern machen wollen. Doch, eigentlich schon. Also ich hadere jetzt wegen den 2 Punkten damit. Aber ja, können wir eigentlich machen. Dann setzen wir jetzt alle einmal ein und je nachdem, wie viele Punkte wir haben, wahrscheinlich haben wir dann danach genug Geld, dass wir dann einfach mal 2 oder 3 untertauchen lassen können, um alle Punkte zu beseitigen. Ja. Wo schicken wir Anthony hin? Mit den Arbeitern sprechen. Ja. Hervorragend. Valentin und Anthony lassen wir fliehen. Würde ich sagen, ne? Ja. Beim Farbekaufen ziehen wir es durch. Ja. Und beim Spendensammeln auch? Eigentlich schon. Wir können ja mal gucken, wie die Gefahr aussieht beim Spendensammeln. Ja, genau. Wir gucken, was es da gibt. Also geht's los. Ausführung beginnen. Wir haben 2 Unterstützer verloren. 32 Menschen unterstützen uns weiterhin. Sie spenden 10 Mark. Valentin Herzberg trifft sich mit Menschen aus der christlichen Gemeinde in Tempelhof und spricht mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist und dass sie als Christen etwas unternehmen sollten. Andere haben Zweifel, weil es sein könnte, dass Hitler den Willen Gottes vertritt. Valentin denkt, dass er gesehen wurde. 6 Menschen sind dazugekommen. Anna Gohr besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzlich Spenden zu sammeln. Entweder Fehlschlag oder Beobachtung. Ja, dann würde ich es durchziehen. Ja. Der Augenzeuge geht wieder. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 28 Mark, weil wir ihr auch das Flugblatt mitgegeben haben. Else Tietke geht zu einem Geschäft weit von zu Hause, um zu vermeiden, dass der Ladenbesitzer sie beim Kauf von Farbe erkennt. Else Tietke gibt die Bestellung auf und der Ladenbesitzer verschwindet in einem Hinterzimmer. Nach einer Weile kehrt er mit der Farbe zurück und wir haben 5 bekommen. Sehr gut. Oh. Oh, entweder Fehlschlag oder Beobachtung. Ja, durchziehen. Durchziehen, ja. Der Augenzeuge geht wieder. Und wir haben 7 UnterstützerInnen gewonnen. Insgesamt Moral +8 und durch Ereignisse +5, also netto +3 Moral. 2 UnterstützerInnen verloren, 13 dazu gewonnen, insgesamt +11. Yeah.
Volkszeitung, Tag von Potsdam. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstags fand in der Potsdamer Garnisonskirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Regierungspräsident Hindenburg durchgeführt. Rundschau. Arbeitslager eröffnet. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es ein Konzentrationslager. Tageblatt. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt den Zahlungs- und Reiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. 22. März 1933. Aufgeregt kommt Gesine Baumann auf mich zu. Ich hab's geschafft! Wie bitte? Was hast du geschafft, frage ich. Gesine redet weiter. Erinnerst du dich an meinen Bruder? Den in der SA? Ich wollte doch versuchen, an Informationen zu kommen und ich habe es geschafft. Ich habe etwas, womit unsere Gruppe arbeiten kann. Gut gemacht. Fantastisch, sage ich. Legen wir los. Okay, Ende der Szene. Wir haben einfach nur jetzt ein Paket Informationen bekommen. Nehme ich mal an. Also, zusätzlich. Nö, die hatten wir schon vorher. Ach, wir haben 5 Moral bekommen. Dadurch, wahrscheinlich. So, hier ist es jetzt ganz dunkelrot. Hier nicht mehr wirklich. Ah, und wir haben jetzt, weil wir Unterstützerinnenzahl hochgegangen ist, haben wir diese Ablenkungsmanöver. Wenn wir die Behörden auf die falsche Fährte locken könnten, indem wir sie ablenken, können wir unsere Gruppenmitglieder etwas Luft verschaffen. 4 Moral. Achso, falsche Fährte. Dann verschwinden alle Punkte? Oder wie funktioniert das? Horsti. Wir wussten es mal. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Ja. Aber 60 Mark ist halt eine Stange Geld, ne? Wobei, wir haben 89. Genau, alle Punkte weg. Okay, aber es ist Level 7, das heißt... Ui. Ja, das ist eventuell auch... schwierig mit den... Weil wir haben nicht viele Leute, die Stärke und Allgemeinwissen gleichzeitig haben. Okay, daran arbeiten wir noch. Ja. So, wir können Parolen auf Mauern malen. Dafür haben wir gearbeitet. Hier hinten sind neue Sachen aufgepoppt. Und wir sollten Valentin untertauchen lassen. Aber jetzt würde ich erstmal mit Parolen auf Mauern weitermachen, damit wir hier vorankommen, ne? Ja, das finde ich gut. Was brauchen wir? Es ist Level 5. Wir brauchen Stärke und Propaganda. Okay. Sie hat eine hohe Stärke, aber wenig Propaganda. Puh. Und sie hat 2 Punkte halt. Jetzt wäre der Valentin schon ganz gut, oder wie? Ja. Ja, mit ihm steigt die Gefahr zu sehr an. Der Valentin wäre schon ganz gut. Naja, oder wir schicken jetzt tatsächlich die Anthony, die Anna und den Valentin ins Versteck. Ja, und setzen Else und Gesine ein bei den neuen Optionen. Genau, und in der nächsten Runde kümmern wir uns dann um die Wände. Ja. Die Lateinübungen, um mal auf den Chat zurückzukommen. Finde ich sehr gut. Ja, das Leben des Brian. Mir fällt gerade auf, dass ich diesen Film tatsächlich ganz häufig Ostern gucke. Ah, ist bald wieder soweit. Ja. Ist ja auch ein schöner religiöser Film. Den kann man sich mal angucken. Okay, lassen wir die 3 untertauchen. So, was haben wir hier? Wir haben eine ehemalige
Gewerkschaftertreffen, wir haben eine Akademikerin-Treffen und wir haben ehemaligen Gewerkschaftertreffen. Gucken wir alle mal. Christel Tretner kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, der möglicherweise bereit ist, unsere Sache zu unterstützen. Da haben wir christlich-liberale, wird wahrscheinlich... Doch! Ist super. Sehr schön. Achso, sie ist idealistisch. Deswegen funktioniert das da großartig. Großartig, ja, dann machen wir das. Und...